Kommen wir nun zurück zu der perfekten Menge von Protein, um die Langlebigkeit an ein absolutes Maximum zu bewegen. Ich bedanke mich bei dir, dass du auch wieder reingeklickt hast und damit auch meinen Kanal unterstützt und vor allen Dingen auch deine Gesundheit unterstützt. Also, es ist ein Dilemma. Auf der einen Seite korreliert eine niedrige Proteinzufuhr mit Gesundheit sowie Langlebigkeit, aber leider auch ein Defizit von Protein mit Muskelverlust und damit einer Verringerung unserer Zellkraftwerke, den Mitochondrien. Denn auch Muskelaufbau ist mit einer Langlebigkeit verbunden. Ich zitiere, immer mehr Belege deuten darauf hin, dass Muskelkraft umgekehrt und unabhängig mit der Gesamtmortalität und der kardiovaskulären Mortalität verbunden ist. Selbst wenn man die kardiorespiratorischen Fitness und andere Kofaktoren wie Alter, Körperfett und Rauchen berücksichtigt. Also fassen wir zusammen. Wenig Protein korreliert mit einer Langlebigkeit und Gesundheit, aber zu wenig Muskeln. Viel Protein führt zu mehr Muskulatur und damit aber auch ebenfalls im gewissen Maße mit einer Langlebigkeit. Aus diesem Sachverhalt wird schnell klar, es muss einen sogenannten Sweet Spot in der Mitte geben, der uns genug Muskeln aufbauen lässt, aber auch von der Abwesenheit von Proteinen profitieren lässt bezüglich der Langlebigkeit. Diesen versuche ich im heutigen Video mit euch zusammen herauszufinden und ihr werdet ebenfalls auch meine persönliche Meinung hören, wie ich es handhabe, um von beiden maximal zu profitieren. Also dringend auch dranbleiben. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben in den Kommentaren, denn damit unterstützt ihr auch meine kostenlose Arbeit und vor allen Dingen auch viele andere, denn dann wird es auch anderen Menschen vorgeschlagen, die ebenfalls von diesem Content profitieren können. Das erste Problem, was uns sicher einfällt, ist, dass Muskelmasse im Alter automatisch abnimmt. Und das passiert schon ziemlich schnell. Ab 40 geht's abwärts und damit auch die Stärke und die Anzahl von Mitochondrien, den Kraftwerken in unseren Zellen, diese nimmt dann jedes Jahr um einen weiteren Prozent ab. Das sehen wir hier auch nochmal visualisiert, dass die Kraft im Alter zwangsläufig abnimmt. Doch was passiert, wenn wir Protein zu uns führen? Genau genommen ist eine essentielle Aminosäure entscheidend dabei und diese heißt Leucin. Das habe ich bereits vor 4 Jahren in einem Video gezeigt. Blende ich hier mal kurz ein. Denn Leucin steuert vor allem den Vorgang der Proteinbiosynthese. Das heißt, dass aus Nahrungsprotein Körperprotein gebaut wird. In Form von Enzymen und Muskelgewebe und so weiter. Das passiert, indem es mTOR aktiviert, ein Enzym, welches Zellwachstum anregt, denn Leucin gibt ihm das Signal, dass genügend Protein da ist, um daraus körpereigene Proteine aufzubauen. Und das ist sehr spannend, also jetzt aufmerksam zuhören. Die Evolution hat keinen Maßstab dafür, ab wann dieser Vorgang getriggert wird. Dass jetzt vermehrt die Proteinbiosynthese, das heißt der Aufbau von Körpergewebe stattfindet, außer durch viel Leucin oder viel Insulin. Das heißt konkret, wenn du größere Mengen von etwas isst, was aber wenig Leucin beinhaltet oder kein Insulin ausschüttet, zum Beispiel fettreiche Kost, Öle, Kokosnuss und so weiter, passiert nichts, egal wie viel Kalorien du isst, solange der Schwellenwert nicht an Leucin überschritten ist oder auch eben Insulin. Die International Society of Sport and Nutrition besagt sogar, dass Sportler bis zu 1,4 oder sogar 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht verzehren sollten. Das wäre bei einem 80 Kilogramm schweren Mann bis zu 160 Gramm Protein pro Tag, was ich persönlich zu viel finde. Dazu später mehr. Und sie gehen sogar noch darauf ein, dass 3 Gramm bei einigen Sportlern sogar das Maximum herausholen könnte. Und sogar über 3 Gramm ergab sich aus neuesten Erkenntnissen, schreiben sie, dass jene Sportler einen positiven Effekt haben sollen beim Krafttraining und die Körperkomposition positiv beeinflussen soll. Pro Mahlzeit sollten 25 bis 40 Gramm Protein verzehrt werden, schreiben sie. Am besten 3 Mahlzeiten am Tag, alle 3 bis 4 Stunden eine. So, das sind die neuesten Erkenntnisse, wenn man Vollgas geben möchte zum Thema Muskelaufbau, aber auf Langlebigkeit pfeift. Meine Zuschauer wollen aber sicher was anderes. Das heißt, wie ich euch kenne, denn Muskeln nimmt man nicht mit nach dem Tod und im Sarg interessieren sie auch keinen. Aber Vollgas die gesamte Zeit hat auch eine Kehrseite. Wenn das Enzym mTOR, welches durch die Aminosäure Leucin ständig aktiviert wird, verursacht das Kosten, und zwar die Lebensdauer der Organismen. Professor Walter Longo ist ein Gerontologe, also ein Alterswissenschaftler. Und dieser sieht Folgendes notwendig für ein langes Leben, resultierend aus seiner jahrelangen Forschung. Jetzt gut zuhören und mitschreiben am besten. Denn es ist sehr wichtig, was dieser Professor der Altersforschung
euch zu sagen hat. Ernähren Sie sich überwiegend vegan mit etwas Fisch, wobei Sie die Fischmahlzeiten auf maximal 2 oder 3 pro Woche beschränken sollten. Wählen Sie Fisch, also Krusten oder Weichtiere, mit einem hohen Omega-3-Gehalt und viele Omega-6-Fettsäuren aus, sowie B12, also Lachs, Sardellen, Sardinen, dann kommt Kabeljau, Seebrasse, Forellen, Muscheln, Garnelen. Finde ich nicht ganz optimal, denn ich würde nur die ersten drei wählen, Lachs, Sardellen, Sardinen, weil Garnelen so gut wie kein Omega-3 beinhalten. Achten Sie auf die Qualität des Fisches und wählen Sie solche mit einem geringen Quecksilbergehalt. Von daher kleine Fische, keine Jäger zum Beispiel. Von daher Sardinen und Sardellen an allererster Stelle. Ja. Zweitens, wenn Sie unter 65 sind, sollten Sie Proteinzufuhr niedrig halten. Das heißt 0,31 bis 0,36 Gramm pro Pfund Körpergewicht. Das sind 0,7 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also bis zu 5-mal weniger, wie vorher schon beschrieben. Das sind 40 bis 47 Gramm Eiweiß pro Tag für eine Person, die 65 Kilogramm wiegt und 60 bis 70 Gramm Eiweiß pro Tag für jemanden, der 100 Kilogramm wiegt. Im Alter über 65 sollten Sie die Proteinzufuhr leicht erhöhen. Drittens, minimieren Sie gesättigte Fette aus tierischen und pflanzlichen Quellen, also Fleisch, Käse und so weiter, Zucker, und maximieren Sie gute Fette. Komplexe Kohlenhydrate, essen Sie Vollkornprodukte und große Mengen an Gemüse, Tomaten, Brokkoli, Karotten, Hülsenfrüchte etc. In großen Mengen an Olivenöl sollte nicht gespart werden, 3 Esslöffel pro Tag und Nüsse. Viertens, achten Sie auf Vitamine und mineralstoffreiche Ernährung, das heißt alle 3 Tage durch einen Vitaminpuffer ergänzt. Wählen Sie Zutaten aus, die Vorfahren gegessen haben, ist fünftens. Sechstens, entscheiden Sie sich anhand Ihres Gewichtes, Ihres Alters und Ihres Bauchumfangs, ob Sie 2 oder 3 Mahlzeiten pro Tag zu sich nehmen sollten. Beschränken Sie alle Mahlzeiten auf einen Zeitraum von 12 Stunden, beginnen Sie um 8 und hören Sie beispielsweise um 8 wieder auf zu essen. Essen Sie nichts innerhalb von 3 bis 4 Stunden vor dem Schlafengehen. Doch wieso verweist er so auf pflanzliche Proteine? Ich erkläre es. Publikationen zeigen immer wieder, ich zitiere: Daher kann eine Einschränkung der Methionin- oder BCAA-Zufuhr, das sind bestimmte Aminosäuren, zu Vorteilen für die Langlebigkeit und die metabolische Gesundheit führen. Daher kann die Einschränkung von Methionin und BCAAs, das sind bestimmte Aminosäuren, die sehr hoch konzentriert sind, in tierischen Lebensmitteln, zu Vorteilen für die Langlebigkeit und die metabolische Gesundheit führen. Das heißt, wichtig, die Einschränkung. Ja? Darüber hinaus zeigen epidemiologische Studien, dass ein hoher Verzehr von tierischem Eiweiß, insbesondere vom roten Fleisch, das viel Methionin und BCAAs enthält, mit der Förderung altersbedingter Krankheiten in Zusammenhang stehen kann. Wie wir sicher aus meinen früheren Videos kennen, Kalorienrestriktion zeigt ein klares Indiz bei Lebensverlängerungen in verschiedenen Organismen. Neueste Erkenntnisse zeigen aber auch, dass eine Proteinrestriktion, das heißt weniger Protein essen, noch wichtiger zu sein scheint als die Kalorienrestriktion selbst, wenn das Ziel Langlebigkeit sein soll. Daten zeigen, dass eine Ernährung reich an Kohlenhydraten und arm an Proteinen die besten Ergebnisse zeigen in Bezug auf Langlebigkeit. Eine interessante Studie mit Säugern fand heraus, wo über 850 verschiedene Säuger verschiedene Diäten aßen, bezogen auf Protein, Kohlenhydrate und Fettanteil. Sie kamen zu einem Ergebnis, dass das Beste, was passieren konnte in Bezug auf die Langlebigkeit, wenn Protein substituiert wird, das heißt ersetzt wird durch Kohlenhydrate. Und das hängt damit zusammen, dass weniger das Enzym mTOR aktiviert wird, von dem ich ganz am Anfang schon erzählt habe, was Leucin quasi auslöst, die Aminosäure. Ja? Was sie aber ebenfalls fanden, war, dass je weniger Protein und Kohlenhydrate gegessen worden sind, desto mehr verlangten die Tiere nach Essen. Und das, was wir wissen, ist klar, denn Protein sättigt ja auch sehr, sehr gut. Was aber auch sehr interessant war, eine Kalorienrestriktion, die nur mit Protein durchgeführt wurde, was ja gut sättigt, führte aber nicht zu einer Lebensverlängerung, obwohl ja Kalorien eingespart wurden. Also durch viel Protein aßen die Tiere weniger, da es sie satt machte, aber es führte zu keinem positiven Effekt auf die Langlebigkeit. Hingegen war die Lebensverlängerung am vehementesten bei den Tieren, die wenig Protein und viel Kohlenhydrate aßen. Das führte zu einer 30-prozentigen Lebensverlängerung, um genau zu sein, wenn die Proteinzufuhr sank. Der beste Effekt konnte erzielt werden, wenn nur 5% an Protein in der Ernährung zu finden waren. Denn dies hatte positive Effekte zur Folge auf den Blutzucker, Blutfettwerte und den Blutdruck. Übrigens sehr spannend, wie bei meiner Maus den Blutdruck misst. Okay, das waren die Säuger. Kommen wir nun zu den Menschenstudien.
Dazu gibt es ebenfalls eine Studie mit über 6000 Probanden, mit einem Alter über 50. Und was sie fanden war, dass hohe oder sogar moderate Mengen an Protein in der Ernährung das Risiko erhöhte, bezogen auf die allgemeine Sterblichkeit sowie der Krebswahrscheinlichkeit. Was bedeutet dies in Zahlen? Die allgemeine Sterblichkeit erhöht sich auf 74% in der Proteingruppe, die viel davon aß. Ebenfalls genossen sie ein vierfach höheres Krebsrisiko. Das Wichtige ist aber jetzt anzumerken, dass, so wie Professor Walter Longo gesagt hat, gibt es Abweichungen. Ab 65 brauchen die Menschen dementsprechend mehr Protein und sollten auch etwas mehr davon konsumieren, um dem Körperverfall entgegenzuwirken. Aber kommen wir nun zurück zu der perfekten Menge von Protein, um die Langlebigkeit an ein absolutes Maximum zu bewegen. Wenn wir uns erinnern, war 5% das, was die besten Ergebnisse herbrachte. Also bei 2500 Kalorien am Tag, was gut machbar ist für einen Menschen, der arbeitet und Sport betreibt und so weiter. 2500 mal 0,05 für die 5% macht 125 Kalorien in Protein. Da 1 Gramm Protein 4 Kalorien circa hat, reden wir jetzt circa von 31 Gramm Protein pro Tag. Für eine 70 Kilogramm schwere Person, also entspricht das auf circa 0,45 Gramm pro Kilogramm pro Tag. Jetzt zum Vergleich. Die International Society of Sports and Nutrition empfahl ja mindestens 2 Gramm pro Kilogramm pro Tag. Also, wie finden wir jetzt für uns heraus die perfekte Menge, wo man genügend Muskeln aufbauen kann und beziehungsweise erhalten kann, aber auch die Langlebigkeit fördern kann, damit mTOR nicht zu oft aktiviert wird? Hier sind meine Tipps. Es gibt noch eine weitere Aminosäure, sie heißt Methionin. Diese korreliert direkt mit dem Altern. Es zeigt, dass Menschen, die höhere Konzentration von Methionin in der Ernährung hatten, höheres Risiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erkranken oder sie zu manifestieren. Also tierische Lebensmittel bzw. Todesmittel wie Lamm, Rind, Fisch, Schwein, Eier und so weiter, diese haben größere Mengen von Methionin als pflanzliche Lebensmittel wie zum Beispiel Nüsse, Samen, Hülsenfrüchte. Also kommen wir zurück zu dem, was Professor Longo sagte. Er ist pflanzenbasiert mit etwas Fisch für die Omega-3-Fettsäuren. Da man diese aber auch noch supplementieren könnte, um so weitere Verunreinigungen zu vermindern in deiner Ernährung, zum Beispiel über Schwermetalle und dementsprechend dies nicht akkumulieren möchte bei sich im Körper, ist es sehr, sehr leicht, hier die Abkürzung zu gehen über die Supplementation von DHA und EPA, die ich ja ebenfalls zuführe. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2. Also hier ist, wie ich es mache. Ich esse etwas über 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, also zwischen 80 und 100 Gramm Protein maximal am Tag, sodass ich genügend Muskeln erhalten kann, aber auch von der Langlebigkeit Gebrauch machen kann, dass ich nicht zu viel Protein esse, beziehungsweise Protein mit wenig Methionin und nicht so viel BCAAs beziehungsweise Leucin. Diese erlange ich über Sojajoghurt und Hanfsamen zum Frühstück mit Früchten und mittags dann über gekeimtes Getreide oder Hülsenfrüchte mit Gemüse. Ich supplementiere Omega-3 und den B-Komplex sowie die 3K2 Magnesium und die Schilddrüsen-Kofaktoren aus unserem Sortiment immer. Alles andere ist quasi on top. Je länger du die Muskulatur hältst in den Jahren bis zum Alter quasi, desto länger braucht sie, um sich wieder abzubauen. Denn dein Körper wird denken, dass du sie sein ganzes Leben lang gebraucht hast und damit auch dementsprechend sich schwerer tun, diese im Alter weiter abzubauen. Von daher ist es ganz, ganz wichtig, nicht zu tief zu fahren mit der Proteinmenge, damit du die Muskulatur ins Alter mitnehmen kannst und dein Körper sich daran gewöhnt, auch noch im Alter diese ständig zu halten. Aber deutlich weniger, denn die International Society of Sports and Nutrition, ja, mir quasi empfahl, weil ich das Maximum an Muskulatur gar nicht ausschöpfen möchte in meinem Körper. Denn wichtig ist, denn zum Beispiel Pausen, ja, ungewollte Pausen resetten deinen Erfolg relativ schnell, wenn du am Maximum trainierst. Ja. Und ganz, ganz wichtig, Muskulatur nimmst du nicht mit ins Grab, ja? So. Dankeschön für deine Aufmerksamkeit. Auf purazell.de kannst du mich unterstützen für meine kostenlose Arbeit. Würde mich sehr freuen, dich gleich dort zu sehen. Dort gibt es fast alle Produkte, von denen ich gerade geredet habe. Bis gleich auf purazell.de und bis zum nächsten Video. Ciao.